Ist der Transfer von Harry Kane ein Fehler? Der FC Bayern München hat den Transfer von Harry Kane endlich eingetütet. Über Wochen und Monate ging dieses Transfer hin und her in den Medien, gerade auch in den letzten Tagen. Von Flugverbot über Nachverhandlungen über der Spieler will gar nicht zum FC Bayern München wechseln. All das hat uns jetzt begleitet und jetzt kommen wir zu den harten Fakten. Man bezahlt oder man hat Ausgaben von über 200 Millionen Euro für einen 30-jährigen Weltklasse-Stürmer, der nur noch ein Jahr Vertrag hat. Ist das nicht grundsätzlich ein absoluter Fehler? Genau das soll heute das Thema des Videos sein. Ich möchte euch mal alles beleuchten rund um diesen Transfer. Wir gucken uns auch nochmal die Ablöse ganz genau an. Alles dazu gleich. Vorab wie immer, lasst ein Like auf das Video da und auch mal ein Abo auf diesen Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga und natürlich auch den FC Bayern München zu verpassen. Und schaut auch gerne mal auf Instagram vorbei. Aber damit zurück zum Thema. Ja, fangen wir doch einfach mal mit den harten Fakten an. Man bezahlt für Harry Kane 100 Millionen Euro fix und hinzu kommen mindestens, ganz genau kann man das Stand jetzt noch nicht sagen, 10 Millionen Euro an Ablöse. Man wird damit auf ungefähr 110, 115 Millionen Euro All-In kommen und tätigt damit natürlich einen absoluten Rekordtransfer. Bislang war das ja immer noch Lucas Hernandez. Der wurde aber jetzt um ca. 30 Millionen Euro überboten, also nochmal eine ganze Stange Geld obendrauf. Und was auch klar ist, Harry Kane wird Topverdiener beim FC Bayern München. Er kriegt einen Vertrag bis 2027 und wird wohl ungefähr 25 Millionen Euro brutto beim FC Bayern München jährlich verdienen. Und damit lässt man sich den Transfer von Harry Kane über 200 Millionen Euro kosten. Und das ist, das muss man ganz klar so sagen, eine ganze Menge Geld. Gerade wenn man das sich jetzt mal so anschaut, was man hier auch bekommt. Man bekommt Harry Kane, einen absoluten Topspieler, vermutlich aktuell einen der besten Stürmer der Welt. Aber der Spieler ist eben auch schon 30 Jahre alt und hatte auch nur noch ein Jahr Restvertrag. Und um das Ganze vielleicht mal ein bisschen besser einordnen zu können, können wir einfach mal zwei Transfers von zwei absoluten Weltklasse-Spielern hier gegenüberstellen. Zum einen haben wir Harry Kane, 110 Millionen Euro, 30 Jahre alt, 2024 also noch ein Jahr Restvertrag. Und was man aber nicht vergessen darf, trotz diesem Restvertrag, einen Marktwert von 90 Millionen Euro. Und auf der anderen Seite haben wir einen Robert Lewandowski vor einem Jahr, damals 33 Jahre alt, ein Jahr Restvertrag beim FC Bayern München und er war damals bei einem Marktwert von 45 Millionen Euro und er ist für eine Ablöse von 45 Millionen Euro gewechselt. Und das kann man jetzt einfach mal gegenüberstellen, denn ich würde sagen, wir haben hier qualitätsmäßig, das kann man jetzt mal so festhalten, schon relativ ebenwürdig die beiden, Robert Lewandowski, ein absoluter Weltklasse-Stürmer vor einem Jahr auf jeden Fall gewesen und jetzt natürlich immer noch und auch ein Harry Kane ist immer noch ein absoluter Weltklasse-Spieler. Wir haben ja aber ungefähr ca. 70 Millionen Euro Unterschied, was jetzt allein die Transfersumme angeht. Und wenn man das jetzt erstmal ganz human betrachtet, könnte man sagen, okay, der FC Bayern München hat hier viel zu viel bezahlt. Wir haben ja hier zwei ebenbürtige Spieler, aber so kann man das Ganze nicht sehen. Denn man darf zum einen nicht vergessen, der Marktwert ist schon relativ ausschlaggebend, was auch natürlich dann der Preis ist, den man zahlen muss. Und hier hat man auf Seiten des FC Barcelonas genau den Marktwert von Robert Lewandowski zur damaligen Zeit bezahlt. Und auf Seiten des FC Bayern Münchens hat man ca. 30% über dem Marktwert von Harry Kane gezahlt. Und in diesen Marktwert spielen natürlich auch verschiedenste Faktoren mit ein. Zum einen natürlich die Qualität, also die wirkliche Leistung, die ein Spieler auf den Platz bringt. Und dann natürlich auch noch das Alter. Wie gesagt, Harry Kane ist auch, wenn man das jetzt im Vergleich setzt, nochmal drei Jahre jünger, als es ein Robert Lewandowski letztes Jahr war. Und gerade im fußballerisch hohen Alter sind diese drei Jahre teilweise wirklich absolut entscheidend. Denn ich sag mal, ob jetzt jemand 23 oder 26 ist, das hat was mit dem Potenzial zu tun. Aber gerade wenn es Richtung Ende der Karriere geht, dann ist man in der absoluten Prime. Und dann ist fraglich, wie lange man die noch halten kann. Und da sind teilweise drei Jahre eben entscheidend. Und so setzt sich ja auch dieser Marktwert im Endeffekt zusammen. Weil man kann jetzt ja natürlich auch noch auf die Vertragslaufzeit gucken, aber die ist eben bei beiden Spielern identisch. Von daher bleibt uns einfach nur festzuhalten, der FC Bayern München hat 30% über dem Marktwert von Harry Kane gezahlt. Aber warum hat man das gemacht? Oder war es ein Fehler, das zu tun? Man muss als ersten großen Faktor einfach nehmen, der Bedarf. Der FC Bayern München hat unbedingt einen Spieler gebraucht. Man wollte unbedingt Harry Kane holen.
Es war jedem klar, der FC Bayern München braucht einen Spieler und so viele Weltklasse-Spieler sind eben nicht auf dem Markt zurzeit gewesen. Und das bedeutet, das wusste auch der Tottenham-Boss Daniel Levy und konnte, man muss es leider so sagen, mit den Bayern quasi machen, was er wollte. Denn er hat gesagt, ja, ich möchte jetzt die Ablöse haben, ja, ich möchte nochmal nachverhandeln, ja, ich möchte nochmal dies machen, ja, ich möchte nochmal das machen. Und der FC Bayern München wurde mehr oder weniger hier von Levy durch die Gasse gezogen und hat den Geldbeutel immer weiter aufgemacht. Auch wenn man anfangs 70 Millionen Euro geboten hat, war bei jedem in München klar, man muss so nah wie möglich an diese 100 Millionen Euro Grenze rangehen. Man ist jetzt ungefähr 10 Millionen Euro drüber gegangen. Das heißt, man hat sich nochmal um 10% von den eigentlichen Grenzen übersteigert oder überworfen. Was wir natürlich nicht wissen, ist, wie hart sind diese Boni-Bedingungen? Muss der jetzt Harry Kane den Ballon d'Or gewinnen? Muss er die Champions League gewinnen? Was muss der FC Bayern München oder auch der Spieler selber leisten, dass diese 10, 15 Millionen Euro Boni dann auch wirklich fällig werden? Und es gibt natürlich auch noch weitere Faktoren. Warum hat der FC Bayern München ihn geholt? Er ist halt eben ein Weltklasse-Stürmer. Das muss man sagen, auf dem Markt gibt es Stand jetzt eigentlich keinen besseren. Ein vergleichbarer Spieler, mittlerweile natürlich auch von der Ablöse her ähnlich, wäre Victor Osimhen gewesen. Der ist natürlich mit 24 sechs Jahre jünger als Harry Kane und hat auch ganz gute Scorerpunkte gesammelt in der letzten Saison. Sein Marktwert ist aber auch nochmal 30 Millionen Euro über dem von Harry Kane. Und Neapel hat gesagt, unter 150 Millionen Euro fix plus Boni geht hier gar nichts. Also da werden die Verhandlungen bei einem ganz anderen Punkt gestartet. Und meiner Meinung nach kauft man mit Harry Kane die sichere Bank. Der wird funktionieren, der wird seine Tore schießen. Victor Osimhen hat jetzt eine sehr, sehr gute Saison. Aber ich erinnere mich auch noch an Saisons bei Neapel oder auch an Saisons bei Wolfsburg. Da war der Junge noch nix. Und wer weiß, ob er dann tatsächlich so eine Art One-Hit-Wonder in der nächsten Saison wird. Und was Harry Kane auch mitbringt, ist natürlich diese Gier. Er hat noch keinen Titel mit seinem bisherigen Club Tottenham gewonnen. Der will Titel gewinnen, der will alles zerschießen, der will wieder international in der Champions League spielen, möchte sich auf der ganz großen Bühne zeigen. Und apropos ganz große Bühne, Harry Kane ist eben auch noch der Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Er ist der englische Spieler in der Premier League gewesen. Er ist der beste englische Spieler. Und er wechselt jetzt aus der besten Liga der Welt, der Premier League, in die Bundesliga zum FC Bayern München. Das hat nicht nur was mit Prestige für den FC Bayern zu tun, nein, sondern auch die Bundesliga kriegt jetzt ein ganz anderes Standing. Es wurde ja auch in den Medien immer wieder gesagt, was will Harry Kane in der Bundesliga? Da ist doch der Titel, den er da holt, der ist nichts wert und er wird mir die Bayern in der Champions League nicht holen, wenn er die Premier League verlässt. Dann nur zu Real Madrid, aber nein, jetzt tut er es, jetzt verlässt er die Premier League und wechselt zum FC Bayern München und geht da auf Torejagd. All diese Punkte spielen natürlich bei solch einem Transfer absolut mit rein. Und wenn es einen 30-jährigen Spieler gibt, Stand jetzt, für den man 100 Millionen Euro zahlt, dann ist es eben Harry Kane und der FC Bayern München, ihm waren mehr oder weniger die Hände gebunden, denn nach dem Abgang von Robert Lewandowski musste man einen Weltklasse-Stürmer holen, der keine Anlaufzeit braucht, der auf Anhieb funktioniert und ich glaube, genau das ist Harry Kane. Klar ist aber auch, man hat jetzt hier keinen jungen Potenzialspieler geholt. Diese Kritik, die muss man annehmen. Man hat sich hier auch ein bisschen lächerlich gemacht auf dem Transfermarkt, denn man wurde von Danny Levy hier mehr oder weniger durch die Gassen getrieben und gezogen. Aber trotzdem, finde ich, ist Harry Kane kein Fehleinkauf. Und wenn man im nächsten Jahr dann beispielsweise die Champions League-Trophäe in die Höhe ragt, dann wird keiner mehr sagen, Harry Kane hätte nicht kommen sollen. Oder wie seht ihr das Ganze? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Ihr habt jetzt einige Argumente für die eine Seite gehört, einige Argumente für die andere Seite. Ich bin gespannt, was eures finales Fazit zum ganzen Transfer ist. Ja, man hat hier etwas zu viel gezahlt. Man muss es aber auch zahlen, weil eine Alternative, die so viel Qualität auf einen Schlag in den Verein bringt und auch so viel Prestige mit sich bringt, die gab es einfach nicht. Und wenn es die nicht gibt, dann musst du eben solch einen Transfer in dieser Form tätigen. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Bis dahin, Leute.